So, Huber, mein Freund. Sei gegrüßt, lieber König. Willkommen, Retter. Deine Taten sind dir vorausgeeilt. Wieso Retter? Innos selbst sprach zu mir. Er sagte, dass ein Schiff unsere Rettung bringen wird. Ich sandte die Esmeralda aus und sie brachte dich. Wegen deiner Befehle bin ich überhaupt erst in der Barriere gelandet. Und konntest so herausfinden, wer du wirklich bist. Du warst es doch, der den Schläfer besiegt hat und die Drachen von Korinnes. Meine Wachen haben dir lediglich einen Schubs in die richtige Richtung gegeben. Was ist zu tun? Zweifellos hast du bereits Großes geleistet. Aber wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, dann wirst du noch mehr Großes leisten müssen. Viel mehr. Ich beauftrage dich mit einer wichtigen Mission. Was ist das für eine Mission? Die Orks haben diesen Krieg nur gewonnen, weil Xardas sich mit ihnen verbündet hat. Er hat seine dunkle Macht eingesetzt und unsere heiligen Runen unwirksam gemacht. Jetzt lässt er Ausgrabungen in der Wüste vornehmen. Er sucht irgendwas. Ich will, dass du Xardas aufsuchst. Finde heraus, welche Pläne er verfolgt. Verstehe. Ja, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig, dass Roba den Helden reingeschmissen hat in die Barriere, damit er rausfindet, dass er der Held ist. Das, na, ich hätte es nicht so gemacht, ehrlich gesagt, von anstelle der Macher jetzt, sondern das wirkt halt so aufgesetzt irgendwie, so als ob das, ja, hat man sich so im Nachhinein ausgedacht. Das ist halt komisch. Hat man ja auch im Nachhinein sich erst ausgedacht. Das hat man garantiert nicht vorher sich so gedacht. Na gut, egal. Weiter geht's. Der Belagerungsring vor der Barriere ist Geschichte. Das sind gute Neuigkeiten. Ein weiterer Sieg für Innos. Ach, Innos. Hier, nimm dies für diesen glorreichen Feldzug. 10.000 Gold. Na, das ist aber ordentlich. Sehr schön. Mehr gibt's mit Robert gar nicht zu besprechen. Das ist ja auch super. Man gräbt sich hier diese Schneise quer durch die Stadt, durch die Ork-Armeen. Draußen wie drinnen hier in der Stadt. Und dann ist das alles, was man kriegt. So, hier gibt es keinen mehr, mit dem man reden kann, aber es gibt noch, das weiß ich, den obersten Feuermagier oben drin. Und zu dem werden wir jetzt gehen. Ich könnte mal ein paar Dietriche gebrauchen, muss ich zugeben. Haben wir jetzt gerade keine, ich weiß, das ist natürlich blöd. So. Naja, wir werden schon irgendwo mal wieder welche finden. Aber zuerst der Teleportstein in die Kammer des Königs für mich. Und dann Lesestunde. Hier steht nichts Neues. Natürlich! Beim obersten Feuermagier liegt nichts Neues herum. So, dann wollen wir mal mit dem obersten dieser Kaste sprechen. Und das ist Charybdo. Da bist du ja endlich. Ich bin Charybdo, oberster Feuermagier des Reiches. Lass uns keine wertvolle Zeit vergeuden. Wir müssen reden, Retter. Was willst du von mir? Die Runenmagie, wie wir Magier sie kannten, ist nicht mehr. Xardas hat ganze Arbeit geleistet. Sein Verrat an dem Orden des Feuers ist unverzeihlich. Wir müssen das alte Wissen erforschen und ergründen, wie wir ohne die Hilfe unserer Runen wieder Magie wirken können. Und du musst den Paladinen helfen, wieder einen Weg zur Magie zu finden. Erzähl mir mehr über das alte Wissen. Die Artefakte des alten Volkes sind überall im Land zu finden. Du musst Artefakte finden, die Macht der Magie in sich bergen und erlernen, die alte Magie zu wirken. Je mehr du lernst, umso mehr werden auch wir von deinen Erfahrungen profitieren. Wie komme ich am besten wieder aus dieser Stadt heraus? Ich habe drüben auf dem Alchemietisch einen Teleportstein verwahrt, der dich sicher aus der Stadt bringen wird. Ich habe ihn bisher niemandem anvertraut oder selbst benutzt, da ich wusste, dass du kommen würdest, Retter. Ja, super. Erzähl mir mehr über die Barriere, die die Stadt umgibt. Man sollte einen Barrierenzauber niemals leichtfertig einsetzen. Wie auch immer. Als die Orks diese Stadt angriffen, hatten wir keine andere Wahl. Die Eigenschaften eines solch mächtigen Zaubers sind sehr instabil und unvorhersehbar. Denk doch nur an die Barriere im Minental von Korinnes. Was für eine Katastrophe. Allerdings. Ja, damals, das muss man ja aber dazu sagen, hat auch der Schläfer sein Spielchen mitgewirkt, ne? Also das war ja jetzt nicht unbedingt auf die Instabilität des Barrierenzaubers zurückzuführen, sondern
Da hat einfach mal ein Erzdämon in der Erde gelauert, der das Ganze dann verstärkt hat. Um nicht von der Barriere gerade genau durchschnitten und damit zerbrutzelt zu werden. Das muss man, denke ich, noch mit dazu erwähnen, denn sonst kann man das schlecht vergleichen. Wann werdet ihr die Barriere wieder entfernen? Das wird erst geschehen, wenn die Orks besiegt sind und uns nicht mehr bedrohen. Nur Enos allein weiß, wann es soweit ist. Ich habe den Belagerungsring zerstört, ich habe die Feldherren in der Stadt getötet. Ich denke, ihr könntet eigentlich diesen verfluchten Barrierenzauber wieder auflösen, aber hey, bleibt doch dabei, ist mir recht. Dann verhungert halt hier drinnen, obwohl draußen keine Gefahr mehr steht. Ist mir doch egal. Bring mir etwas über alte Magie bei. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich will schneller lernen. Puh, weiß ich nicht. Damit hat man, glaube ich, mehr Lernpunkte bei einem Level-Up zur Verfügung. Ich glaube, dafür ist es jetzt schon ein bisschen zu spät. Also wir sind ja schon nicht mehr am Anfang des Spiels. Am Anfang des Spiels hätte sich das, glaube ich, gelohnt. Ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen sinnfrei geworden. Das könnte man natürlich machen, weil wir gerade eine Robe tragen, aber ich will die nicht mehr so lange tragen. Von daher lassen wir das einfach mal. So, und reden mal über den Rest hier. Wo ist Xardas jetzt? Du weißt, dass wir schon sehr lange von der Außenwelt abgeschnitten sind, Retter. Wenn jemand seinen Aufenthaltsort herausfinden kann, dann bist du es. Nix Weste, ist da nicht zu fassen hier. Okay. Was soll ich für die Paladine tun? Meine Ordensbrüder im Kloster in Nordmar arbeiten an einem Plan. Mit Hilfe sogenannter Feuerkelche soll den Paladinen ihre Magie zurückgegeben werden können. Genaueres darüber weiß ich leider nicht. Ich bin hier schon zu lange eingeschlossen. Es gibt 12 Kelche. Sie sind über das Land verteilt. Finde sie und bring sie nach Nordmar, Retter. Na klar, ich müsste gleich mal gucken, wie viele von den Kelchen wir jetzt eigentlich schon haben. Der Paladin Markus versucht schon seit Tagen, dir einen Feuerkelch zu bringen. Markus ist eine treue Seele. Er ist nicht der Mutigste, aber man kann sich auf ihn verlassen. So, damit haben wir das dann auch schon. Wir behalten den Feuerkelch, ja. Und wir haben jetzt 75 Rufpunkte in Vanguard, das heißt, das reicht. Zeig mir deine Ware. Genau. Und jetzt gucken wir erstmal, ich glaube, wir haben nicht allzu viel Ruf bei den Rebellen, noch oder? Nicht. Beweise erst einmal, noch nicht. Beweise okay. Erst einmal, dass du es auch wert bist. Ja, bla bla, interessiert mich nicht. Ich verkaufe erst, ich bin aber jetzt schnell im Preis hochgegangen. Kannst du mal sehen, was das bringt, wenn man die ganzen Ork-Waffen hier noch kauft, einsackt. Die Tarachs hier, jede 200 und wir haben 32, das hat es jetzt schon ordentlich nach oben getrieben, ne? So, da kommst du nämlich schon mal auf 6000. So, und damit haben wir jetzt schon mal einen ganzen Batzen Geld mehr. Und diesen Teleportstein, der uns rausführt aus der Barriere, nehmen wir natürlich auch noch. Nebenbei bemerkt, lieber Charybdo, es war total sinnfrei, diesen Stein hier hinzulegen, um wieder rauszukommen. Denn wir besitzen einfach schon tausende Teleportsteine. Man muss das aber natürlich so machen, denn man muss ja auch bedenken, es kann ja auch sein, dass irgendjemand vollkommen blind durchs Spiel läuft und dann ohne auch nur irgendeinen Teleportstein zu benutzen, als erstes den Gotha findet und sich nach Vanguard rein teleportiert. Der würde natürlich für immer festsitzen. Deshalb musste man einen Teleportstein hier reinlegen, der wieder aus der Barriere rausführt. Das ist der ganze Hintergrund dabei. Ansonsten ist es total sinnfrei eigentlich. Aber nur gut, nehmen wir das mal so hin. Wir machen jetzt keine Truhen mehr hier auf. Wir gehen nach... weiß ich gar nicht. Doch, wir benutzen mal den Teleportstein, der direkt vor die Tür führt. Das ist der Thronsaal-Teleportstein. Nein, diesen brauchen wir. So, dann probieren wir das mal aus und wir werden sehen, wir kommen direkt vor der Barriere raus. Wenn ich mich recht entsinne. Genau, wunderbar. So muss das sein. Wir sind wieder draußen und die anderen bleiben gefangen. Das ist toll. Wieso kann ich eigentlich dieses Schwert nicht nehmen? Na gut, egal. Beuten wir mal keine... Einen Dietrich. Ja. Oder den richtigen Schlüssel. Beuten wir mal keine armen Skelette aus. Sondern wir machen weiter und stürzen uns noch in das zweite Abenteuer, das zweite größere, das uns hier noch erwartet in Myrtana. Und das ist Faring. Wir waren noch gar nicht in Faring gewesen, in der Hauptstadt der Orks hier in Myrtana. Das steht uns jetzt noch bevor und das bringt nochmal ein paar Aufgaben mit sich und vor allen Dingen bringt es auch wieder Arena-Kämpfe mit sich. Das freut mich sehr, denn ich mag Arena-Kämpfe. Ach nö, die Waage, die lassen wir jetzt einfach mal. So, und da drüben sehen wir schon die
Huch. Da drüben. Ach nee, komm. Ist egal, ist egal, ist egal. Wir laufen. Gerade keine Lust. Da drüben haben wir schon die Brücke im Hintergrund gesehen, die sich jetzt wieder weggewarpt hat. Genau da müssen wir hin zu dieser Brücke, denn die wird uns nach Faring führen. Faring ist nämlich eigentlich mal... Ach komm schon, lauf flüssiger. Faring ist natürlich nicht schon immer ein Orkant gewesen, sondern Faring war früher mal, genau wie Gotha, eine Paladin-Feste, die sozusagen der große Bruder oder der schützende Bruder der Hauptstadt Vanguard war. Und hier vom Berg aus konnte man halt gut... da kommt ein Wag, da kommt ein Wag. Da konnte man gut auf die Hauptstadt herunterblicken und konnte die im Auge behalten. Und zur Not konnten alle dann wahrscheinlich, wenn mal ein Angriff kam auf Vanguard, konnte dann der König in Sicherheit gebracht werden nach Faring hoch in die Burg. Und konnte das als Trutzburg benutzen oder so, ich weiß es nicht. Ja, ist natürlich ein bisschen doof, dass die Orks das Ding eingenommen haben. Ach nee, komm, dann lassen wir ihn auch leben. Das bedeutet nämlich ganz einfach, ja, jetzt sitzen die Orks in diesem strategisch ziemlich wichtigen Punkt. An diesem strategisch ziemlich wichtigen Punkt. Und eigentlich, gut, da kann ich es natürlich verstehen, dass man die Barriere aufrechterhalten will. Denn wenn man jetzt die Barriere wegnehmen würde, dann könnte es passieren, dass oben mal irgendjemand auf die schlaue Idee gekommen ist, was natürlich im Spiel nicht so ist. Aber in Wirklichkeit hätte dann mal irgendjemand auf die schlaue Idee kommen können, oben am Rande der Burgmauer ein paar Katapulte und ähnliche lustige Belagerungsgeräte aufzubauen, mit denen man einfach mal einen übelsten Steinhagel, einen Hagel aus Tod auf die, aus Tod und Verderben auf die Stadt niederregnen lässt. Ist ja natürlich nicht so. So, deswegen können wir uns jetzt ganz gemütlich hier mit Mitch unterhalten. Was machst du hier unten? Was soll ich noch oben im Dorf? Weiß ich doch nicht. Ich bin total abgebrannt. Oh. Mein letztes Gold habe ich bei Curtis in der Arena verloren. Armes Huschel. Wenigstens habe ich noch eine Flasche Nordmarer Nebelgeist. Der hilft mir über die langen Stunden. Soll ich dir noch einen bringen? Wer ist Curtis? Ihm gehört die Arena oben im Dorf. Sie ist nicht besonders groß, aber es reicht, um bei den Orks ein bisschen Eindruck zu machen. Ja, schön. Was muss ich über das Dorf wissen? Faring ist eine alte Burg der Paladine und jetzt das Zentrum der Besatzung. Khan, der Anführer aller Orks, ist dort und natürlich haufenweise harter Kämpfer. Da kommst du nur schwer rein, aber ich hab's geschafft. Wie jetzt? In die Burg oder was? Warum sitzt du dann hier draußen? Und wieso hast du eine Arena verloren, wenn du hart genug bist, wenn du so ein harter Bursche bist, dass du in die Burg kannst? Also, naja. Wie bist du in die Burg gekommen? Ich habe für die Orks gearbeitet. Das ist deine einzige Chance. Das dachte ich mir fast. Aber pass auf, wenn sie einmal sauer sind, wird's nichts mehr mit der Burg. Hast du mit deiner Zunge ihren Anus geweitet, hä? Das dachte ich mir doch fast. Was wolltest du in der Burg? Ich wollte mir ein Schwert besorgen. Nicht irgendeins. Eine Erzwaffe. Weißt du, was der Schmied zu mir gesagt hat? Der meinte doch glatt zu mir, ich soll erstmal 3 Trolle töten. 3 Trolle! Ich bin vielleicht verrückt, aber ich bin nicht wahnsinnig. Muschi! jetzt sofort? Lass uns zusammen die Trolle töten. Das wird ziemlich übel. Okay. Mir, ich hab die Viecher gesehen. Überleg dir das gut. Na klar, ja, jetzt sofort. Naja, wir sparen uns das mal für später auf. Wird auf jeden Fall witzig, mit Mitch dann die Trolle zu jagen. Aber ich glaube, ich kann mich erinnern, dass das Trollbabys sind. Na gut, wir werden sehen. Was buddelst du hier rum? Ich suche nach wertvollen Sachen. Ist schon seltsam, was man nach einem Krieg alles im Schutt finden kann. Schon was gefunden? Ja, ich habe einen tollen Ring gefunden. Ich glaube, er ist magisch. Sobald ich ihn trage, geht das Buddeln viel leichter. Willst du ihn kaufen? Was soll er denn kosten? 250 Goldstücke. Sagen wir mal so, ich lass dich am Leben, wenn du ihn mir gibst. Nein, natürlich nicht. Weiß ich nicht, ob ich den haben will. Hast du sonst noch was zu verkaufen? Nein, aber hast du Interesse an einem kleinen Geschäft? Es gibt da eine Höhle, ganz hier in der Nähe. Ich bin mir sicher, dort ist eine ganze Menge zu holen. Wo ist das Problem? Irgendwas ist in der Höhle. Tiere, Monster, irgendwas. Du erledigst das für mich und ich schenke dir einen dicken Brocken Erz. Yay, wie super. Wo ist die Höhle?
Neben dem Turm, oberhalb des Dorfes, ist ein kleines, verwildertes Tal. Ganz am Ende ist die Höhle. Ah ja. Na gut, kaufen wir den Ring mal, wir haben eh genug Geld. Ich will den Ring kaufen. Jetzt, wo ich ihn abgeben soll... Gib ihn mir! Irgendwie ist er mir richtig ans Herz gewachsen. Ach nein, ich werde einen neuen Ring finden. Ja, würde ich auch sagen. Hier hast du ihn. Mein Schatz! Ich werde dich nicht verkaufen, mein Schatz! Aber der Mann hat uns bezahlt, mein Schatz. Wir müssen dich weggeben. Nein, wir werden ihn töten, dreckige Hobbitze! Gollum! Gollum! Verzeihung. Ja, musste mal sein. Gut, gucken wir erstmal hier nach. Wir gehen in die Mine. Mir fällt ein, ich muss noch ein bisschen über die Orks berichten. Das könnte ich aber auch das nächste Mal machen, weil ich doch eigentlich so langsam mal Schluss machen müsste. Bitte nicht herumhacken hier. Nein! Apropos Hacken. Eine Spitzhacke für mich. Wir müssen noch sammeln. Wir müssen noch Werkzeuge sammeln. So. Gut. Her damit. Wunderbar. Wir gucken noch nebenan. So, und wenn wir dann hier durch sind, was ja ziemlich schnell gehen sollte, dann werde ich speichern und Schluss machen und wir gucken uns Faring beim nächsten Mal an. Ich hätte nicht gedacht, dass Vanguard so lang dauert. Aber gut. Ist mir recht. So, was haben wir hier Schönes? Oh, ein Teleportstein nach Faring vermutlicherweise. Das ist mir sehr, sehr recht. Und auch, dass hier überall Spitzhacken rumliegen, ist mir nicht unrecht, da wir ja, wie gesagt, welche finden müssen. So, Werkzeuge. Das Blöde ist, ich habe, glaube ich, die ganzen Werkzeuge damals irgendwann mal verkauft. Ich habe ja schon einiges angesammelt gehabt. Vielleicht finden wir ja auf den... Achso, das ist der Wasserfall im Hintergrund. Vielleicht finden wir ja auf den Karren irgendwas. So. Gut, mit diesem schönen Blick auf das Dörfchen Faring, denn Faring ist wirklich nicht mehr als ein Dorf direkt vor der Burg, beenden wir dann mal die heutige schöne Let's Play-Stunde. Und ich... finde es unglaublich, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, Mirtana jetzt durchzubringen. Finde ich nicht schlimm, denn ich bin nicht so der Schnee- und Kälte-Fan. Und davon habe ich draußen schon genug. Gestern hat es ja wieder geschneit. Oh Gott! Ich hasse Schnee. Habe ich das schon mal erwähnt? Schnee und Kälte? Ne. Ich bin ein Wüstenmensch. Ja, egal. Deswegen brauche ich das nicht noch extra im Spiel. Aber wir müssen ja rein. Ich kann ja nicht Nordmar weglassen. Das geht ja nicht. Vor allen Dingen kann ich es deswegen nicht weglassen, weil Xalas in Nordmar rumsitzt, der blöde Idiot. So. Weiß nicht, wie der das dort macht. Der hat keine Heizung. Glaube ich zumindest nicht, dass er eine Zentralheizung oder eine Bodenheizung hat. Wäre eigentlich geil. Ich glaube, wenn ich Magier wäre, ich würde mir als erstes eine Bodenheizung, eine magische, in meinen Turm einbauen, wenn ich Xalas wäre. Das wäre eigentlich wirklich cool. Na gut, hör mal auf rum zu philosophieren über magische Bodenheizungen. Und damit würde ich sagen, oh, Stille. Nein, Wasserfall bitte wieder an. Damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.